Willkommen zurück, Freunde, hier bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ich möchte euch mal eben was zeigen. Schaut mal her. Ich aus dem Spiel, bitte. Ist es nicht klasse? Verschont mich. Ich krieg ja gerade einen Lachanfall, das gibt's doch nicht. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. Es ist einfach herrlich, oder? So, wir bewegen uns eben zu der Zielmarkierung und dort sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon. Ich musste nur noch eben gerade meine Tastatur an den PC anschließen, da der Akku gerade aufgibt. Und dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Wir wollen Schießpulver zünden, habe ich irgendwie noch mitbekommen im letzten Part. Cigar, Cigar! Das ist Schießpulver, kein Mehl! Verstanden! Ah, ich freue mich! Das wird ein geiler Weg, oder? Abrüstung. Die Waffen der Osmanen wurden weggeschlossen. Dringen sie in das Waffenlager ein und zerstören sie das Schießpulver. Keinen Schaden nehmen? Das wiederum... Naja, lässt sich wahrscheinlich auch irgendwie machen. Wenn nicht, dann scheißt doch der Hund drauf. Okay, zunächst mal wollen wir hier hoch. Ich glaube, diesen Weg sind wir sogar schon mal gegangen, kann jetzt sein. Links herum. Ja, hier sind wir tatsächlich schon mal raufgegangen. Ganz am Anfang, als wir hier in Kappadokien angekommen sind. Wo wir uns ja nun gerade befinden. In Sequenz 07, die sich dann nennt Unterwelt. Okay, Ezio, beweg dich. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Hier oben haben wir einen relativ schönen Ausblick. Und Seilrutsche. So, gibt es hier irgendwelche Wachen? Ich weiß es nicht, aber rutschen wir einfach mal. Gab's hier nicht noch? Ja, ich habe gerade doch gewusst, dass hier noch irgendwo ein Datenfragment war, als wir gerade die Kamerafahrt hier gemacht haben. Okay, weiter nach unten. Und auf Schwarzpulver. Ne, auf Schießpulver. Und da sind wir auch schon. Eine Brandbombe. Haben wir... Was war das nochmal? Splitterbombe. Die benutze ich dann sogleich. Kann ich mich bewegen? Kann ich nicht. Schade. Jetzt. Die muss ich jetzt schön in die Mitte werfen. Ach scheiße, das muss doch nicht sein jetzt. Ah, hab ich dich. Manno, okay, jetzt müssen wir... Wir müssen es jetzt schaffen, uns hier durchzuboxen, ohne Schaden zu nehmen. Hey, das hat geklappt bis jetzt. Bis jetzt hat alles geklappt und den Typen knallen wir eben ab hier. Wir haben noch keinen Schaden genommen. Das ist nicht schlecht. Und im Moment sehe ich auch keine weiteren. Doch, das sind noch Wachen. Scheiße. Shit. Schnell, alle abknallen. Nochmal. Und nochmal. Ich möchte hier bitte mit der vollen Synchronisation raus. Ich mache mir hier nicht die Mühe und dann nur, dass es dann nicht funktioniert. So, ich möchte ganz gern die Axt haben. Die können wir nämlich auf den nächsten Gegner schleudern. Heute Nacht wird deine Leiche. Pam! Stirb! Oh, das war der Falsche. Verdammt, und wir haben keine Waffe ausgerüstet. Oh, das ist gar nicht gut. Okay, Ezio Konter. Halt ihn, jetzt! Okay, noch hat's geklappt. Ah! Scheiße! Mann, ey, das kann aber auch nicht wahr sein. Alter, der haut aber ja ganz schön drauf, ne? Nun gut. Dann wäre das mal wieder in die Hose gegangen. Das wollte ich haben. Nochmal. Volle Heilung. Die machen ganz schön Schaden mit den Äxten. Ja, ist ja verständlich. Puh. Brandbombe erhalten. Ja, Schießpulver vernichten. Oh, ich freue mich. Das gibt einen gewaltigen Bums, glaube ich. Was? Nicht hier? Wo denn dann? Black? Okay. Hätten wir hier nicht wieder runtergesollt?
Okay, dann gehen wir halt mal oben weiter. Gucken, ob wir hier wieder nach rechts kommen, wenn wir hier hochgehen. Aber vermutlich tun wir das. Ja, sind auch noch mehr Wachen. Es braucht uns jetzt nicht mehr groß zu stören. Wir haben die volle Synchronisation ja bereits verloren. So, die Dicken zuerst erledigen, weil die ist ganz schön faustig unter den Ohren haben. Autsch, Penner. Okay, die haben wir. Und der letzte. Okay, das war schön. Jetzt möchte ich ganz gerne mal meinen Dolch ausrüsten, mit dem haben wir auch schon lange nicht mehr gekämpft. Ich alterniere ja da immer so ein bisschen, ganz gerne. Schön, noch eine Kerbe ja. Für meinen Gürtel. Wow, oh, das war wieder einer von zwei Powerschlägen. Verpiss dich. So, die Dicken haben wir. Nein, haben wir noch nicht. Okay, das Blitzattentat hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Sag mal. Sag mal, ich kontere die ganze Zeit. Jetzt hat's geklappt. Oh ja, schöne Attentatsserie. By the way. Oh, einen Dicken haben wir noch. Dann konter mal bitte. Sehr schön. Und den letzten auch noch. Schön in die Stirn mit dem Dolch. By the way, ne? Wir sollten ja eigentlich gar keinen Schaden nehmen. Das ist aber eine ziemlich schwere Aufgabe, fällt mir so gerade auf. Weil es sind ja doch einige Wachen hier. Oh oh. Das wird, ja, so. Nicht schlecht. Mal eben die halbe Hütte gesprengt, hey. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger. Soldaten. Wart die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Ja, das denkst auch nur wir du. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Wir sind Deutschland. Seid standhaft. Lasst niemanden eure... Ach, Skatter. Haltet den Mann. Schlägt ihn nieder. Ja. Der letzte Palaiologos. Palaiologos. Jetzt hab ich's. Manuel Palaiologos versucht seine Leute im Chaos der Explosion zu beruhigen und eine gute Gelegenheit ihn zu eliminieren und den letzten Massiv-Schlüssel zu beschaffen. Moment, was? Das ist schon der letzte Massiv-Schlüssel? Geil. Okay, dann verfolgen wir ihn. Scheißen wir auf alle anderen Figuren hier unten. Ich glaube, der Sprung war gar nicht schlecht. So, wir kürzen hier mal den Weg ab. Das hat nicht funktioniert. Ja, ja, Ezio, ich will ja, ne? Du machst ja nicht wieder so, wie ich will. So, wir sind ziemlich... Sind wir schon ziemlich nah? Wir sind ziemlich nah, oder? Ich bin bei euch. Na dann, komm halt her. Los, kommt her. Haltet ein und denkt nach. Denkt an die Leben, die ihr heute zerstört habt. Die Anarchie, die ihr hier seht. Ich sehe gar nichts. Schnell, Ezio, schnell, lass dich nicht mit Steinen bewerfen. Dankeschön, gut gemacht. Hey, was? Gescheitert? Wann habe ich denn Gesundheit verloren, die Idioten? Moment, ganz kurz. Versteckte Klinge ausgerüstet. Wenn wir ihn ja irgendwie eliminieren können, dann vermutlich nicht mit dem Schwert. Tja, blöd jetzt, ne? Sacker so und so. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlaka. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Oh ja, Zweikampf. Dann vielleicht doch Schwert. Der letzte sein. Da komm her. Das war's schon. Sehr schick.
Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman, Byzantiner. Das sind nur Namen, Kostüme und Fassaden. Und in dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Wir waren schon direkt in der Bibliothek, du fetter Idiot. Wir hatten nur noch nicht alle Schlüssel. Armer Manuel, letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Oh. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Dann komm und hol sie dir. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sartor. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Oh ja. Flucht. Die Templer, nun unter Führung von Prinz Ahmed, drohen Sophia zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel zurück. Okay. Dann boxen wir uns hier mal durch. Würde ich sagen. Ein Söldner vielleicht, aber komm her. Gekleidet. Wieso haben wir kein Schwert ausgerüstet? Okay, jetzt haben wir das von einem anderen. Ist egal. Okay, wie es ausschaut. Müssen wir uns hier doch... Okay, ich boxe mich einfach mal komplett durch. Mal gucken, was dann passiert. Okay, die werden alle mal eliminiert. Ezio, du darfst ganz gerne dein eigenes Schwert benutzen. Aber jetzt können wir auch auf die Hakenklinge gehen. Oh, wir dürfen kämpfen. Da freut sich mein kleines Herz. Verpiss dich. Okay, wir sind mit runtergefallen. Das ist nicht gut gelaufen. So. Ich glaube nicht, dass wir mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren werden. Für so gut halte ich mich dann doch. Es sei denn, es kommt wieder so ein Dicker mit seiner Axt an. Aber das werden wir dann gleich sehen. Das sind ja alles spektakuläre Wendungen, die hier die Geschichte nimmt irgendwie. Also, dass jetzt Ahmed hier auftaucht. Oder Ahmed, oder wie dieser Penner sich nennt, hätte ich dann doch nicht gedacht. Oh, oh, was geht hier vor? Was geht hier vor sich? Okay, Atlas. Dann mach mal. Was hat mir das jetzt konkret gebracht? Ich weiß, dass hier Gegner sind und die werden wir geschickt umgehen. Kann mir mal jemand sagen, was das hier jetzt ist, was die ganzen Typen umbringt? Wow, wow, was geht ab hier? Ach so, brennende Asche fliegt hier durch die Gegend. Ja, das ist einleuchtend. Und jetzt verlieren wir auch Gesundheit. Und so, das bedeutet, wir pfeifen uns mal eben ein bisschen Medizin rein. Und benutzen die Seilrutsche hier nach unten. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Komm, Ezio, beeil dich ein bisschen. Wir haben wahrscheinlich nicht ewig Zeit. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Menge Unschuldige getötet. Könntest... Nein, da unten wollte ich nicht hin. Du solltest da nach oben, du Idiot.
Ja, genau dahin solltest du. Meine Güte, ey. Oh, es geht weiter. Okay. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Oh nein, jetzt auch noch Kämpfe. Kämpfe und dieser Staub. Das ist gar nicht gut gelaufen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das geplant war, dass wir hier drin alle umbringen. Wenn die mich jetzt angreifen wollen, dann nehme ich eben Medizin und... Oh, wow, 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 wow. Die habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, aber die werden wir uns auch jetzt nicht holen. Das muss nicht sein. So, und schnell abhauen. Oha. So, da ist der letzte Schlüssel. Wie, wir begeben uns direkt zu Altair, oder was? Tatsächlich. Das ist ja geil. Okay. Na dann, lass mal sehen, was du für uns hast. Jetzt bin ich mal gespannt. Das packen wir jetzt auch noch in diesem Part, obwohl er eigentlich schon vorbei sein sollte. Es ruckelt ein bisschen, das ist nicht weiter schlimm, soweit es nur hier in diesem Ladebereich passiert. Der jetzt gut und gerne mal vorbei sein darf, wenn es nach mir geht. Los, Beeilung. Dankeschön. Das sieht so aus, als wenn es fertig wäre. Na los. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Diese langen Ladezeiten, die gehen manchmal... Also, okay, jetzt ist vorbei. Aber ein bisschen zu lang war es schon. Alter, ihr... 92. Ja. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Alter, ihr, dieses Geschenk ist... unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolo. Eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Meine Güte, 92 und immer noch nicht in Rente. Ja dann. Ich nehme an, ja, wir können uns immer noch nicht wirklich schnell bewegen. Das hier ist alles, was wir machen können. Schneller können wir uns nicht bewegen. Haben wir irgendwas... Nein, wir haben keine andere Waffe dabei, außer... Ah, wir haben den Edenapfel. Stimmt, wir haben den Edenapfel. Gut, dort lang. Sehr schön. Oh, wie geil war das denn? Ha, nicht schlecht. Wer war wie, was? Eskorte wird angegriffen. Kann gar nicht sein. Jo. Dann machen wir das mal noch. Achtung und... Pam. Sehr schön. Alle auf einmal mit irgendwelchen... Die wurden von irgendwelchen imaginären Assassinen gekillt. Ezio, Altair, du hast es drauf. Kein Wunder, dass du 92 Jahre alt geworden bist. Hier lang. Mit so einer Waffe in der Hand würde ich das auch schaffen. Ja, wird gemacht. Das sieht ja echt episch aus. Hört, der hat überlebt. Wie das? Ach so, weil der, weil der Assassine hier hinter der Fahne festbackt. Toll. Na also, okay. Bewegung. Ist ja gerade nochmal gut gegangen. Hallo, würdet ihr mal mitkommen? Dankeschön. Bleibt dran. Wie kann jemand so blöd sein und Alte ihr angreifen, wenn der so eine Waffe besitzt? So, das Ganze nochmal. Nicht schlecht, oder? Das sieht schon echt grandios aus. Oh, das arme Pferd tut mir schon richtig leid hier. Der Part ist eigentlich vorbei. Vater, seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Ich bin halt alt. Ah, das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen,
Es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Tja, mittlerweile wissen wir für wen. Und das bedeutet wohl, Sequenz 7 ist damit erfolgreich abgeschlossen. Oh Mann. Sieht ganz so aus, ja. Dann würde ich sagen, mache ich hier für heute Schluss und wir sehen uns gleich wieder in Sequenz 8. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Kommentare da lassen, okay? Alter Herr, neuer Herr, also bis gleich und tschüss. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. So, jetzt aber. Tschüss.